Also COST steht für Cooperation in Science and Technology. Gegründet wurde es vor eben über 50 Jahren als zwischenstaatliche europäische Forschungsinitiative. Im Mittelpunkt steht der Aufbau und der Ausbau von Netzwerken in wissenschaftlicher und technologischer Forschung. Und es gibt eben diese Besonderheiten. Dazu gehört, dass COST Actions als lebende Netzwerke gesehen werden können. Sie wachsen und verändern sich während ihrer Laufzeit. Und als Experte bzw. Expertin hat man die Möglichkeit, immer auch während einer bereits laufenden Cost Action einzusteigen bzw. daran teilzunehmen. Die Beteiligungsmöglichkeiten sind sehr niederschwellig und ganz wichtig ist auch, dass Cost eben auf die Karriereförderung speziell junger Forschender ausgerichtet ist. Legt aber eben auch einen Fokus auf Gender und die geografische Ausgewogenheit. Das heißt, das alles ist oft genug ein Nährboden für weitere gemeinsame Forschungshaben. Etwa ergeben sich manchmal neue Konsortien für gemeinsame Anträge unter Horizon Europe im europäischen Forschungsrahmenprogramm. Und außerdem sei hier schon darauf hingewiesen, ganz deutlich eben, dass COST ausschließlich Netzwerkaktivitäten fördert. Das heißt, die Finanzierung von Personal bzw. Forschung müssen aus anderen Mitteln gedeckt werden, etwa nationale geförderte Forschung oder andere Drittmittel. Für COST Actions ist charakteristisch, dass sie keinen thematischen Vorgaben folgen. Sie sind also bottom-up. Außerdem sind sie ganz stark von ihrer interdisziplinären Ausrichtung geprägt. Cost Actions sind intersektorell, das heißt, Teilnehmende kommen aus sämtlichen Organisationstypen wie etwa Universitäten, Hochschulen, aber auch Unternehmen aller Größen, Organisationen, Vereine und so weiter. Und noch der vierte wichtige Punkt ist, Cost Actions sind transnational aufgebaut und stehen prinzipiell Teilnehmenden weltweit offen. Nicht nur EU- oder COST-Mitgliedstaaten. Und hinsichtlich der Förderfähigkeit gibt es hier aber Unterschiede, die zu beachten sind. Hier sehen Sie einen Überblick zu den unterschiedlichen Kategorien von COST-Mitgliedsländern. Aktuell hat COST 41 volle Mitgliedsländer. Diese sind wiederum dann unterteilt in jene Staaten, die zu den Inclusiveness Target Countries zählen. So nennt man das bei COST. Die decken sich weitgehend auch mit den Widening Countries, die man unter Horizon Europe kennt, und gehen aber auch deutlich darüber hinaus. Diese ITCs, Inclusiveness Target Countries, sind hier türkis dargestellt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Nicht-Inclusiveness Target Countries, die sieht man hier in so violett-magenta-Farben. Und zu denen zählt auch Österreich. Außerdem gibt es dann noch mit Israel ein Cooperating Country, Verzeihung. Ein Cooperating Country mit Israel und mit Südafrika, ein Cost Partner Country. Diese Unterscheidung ist dann wichtig, wenn es um die Funktionen innerhalb der Actions beziehungsweise eben um deren Förderfähigkeit von Kosten geht. Und Details dazu habe ich Ihnen dann auch in einem Link ganz auf der rechten Seite gegeben. Das ist die Country and Organizations Table. Und Sie können sich dann da noch weiter informieren. Hier sehen Sie zur Orientierung noch einen Überblick zur Struktur von Horizon Europe. COST ist im Part zu Widening Participation and Spreading Excellence zugeordnet. Und dies spiegelt sich auch sehr stark in den Anforderungen an COST Actions wider. Ich werde darauf später dann auch noch eingehen. Für die ersten 3 Jahre ist für COST eine Summe von 153 Millionen Euro budgetiert, wobei dazu zu sagen ist, dass COST in Horizon Europe ein bisschen verspätet begonnen hat, nämlich im November 2021. Wie schon erwähnt, ist COST eben ein Widening-Programm. Das bedeutet, dass es auf eine gesteigerte Beteiligung von Forschungsaktivitäten und Erfolgsraten in den entsprechenden Ländern abzielt. Es geht um die Verbesserung der Forschungsintensität, der Innovationsperformance und auch weiterer wissenschaftlicher Fähigkeiten, um die Stärkung von Forschungsmanagementkapazitäten und administrativen Fähigkeiten
der Forschenden auch um die Entwicklung von Synergien mit anderen Widening Actions oder auch der Verlinkung zu anderen thematischen Bereichen. Und außerdem ist auch wichtig, dass 50% des Budgets für Networking-Aktivitäten zum Nutzen der Forschenden in den ICTs reserviert sind.